Guten Abend. Also wir haben eigentlich drei Hauptpersonen heute eingeladen. Leider kann Herr Tobias Schwenk aus Bamberg nicht kommen. Das grassiert ja im Moment alle möglichen Krankheiten, ob es jetzt Corona ist, Grippe, Erkältung, sonst was. Er musste leider absagen. Aber zwei sind dabei geblieben und heute Abend auch hier. Zum einen Gerhard Hauber. Er ist geschäftsführender Gesellschafter, Landschaftsarchitekt bei Henning Larsen. 1998 bereits haben sie sich auf internationales Projektmanagement spezialisiert und sind damit auch durch die Welt gekommen. Im Übrigen, das hatte ich, glaube ich, vergessen, aber das haben sie dem Programm entnommen. Es geht heute um das spannende Thema Schwarmstadt. Und da haben sie eine hohe Expertise. In dem Bereich sind sie vielfach unterwegs. Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, gibt es denn internationale Beispiele ja zuhauf, auch viele Beispiele in Deutschland. Wir sind gespannt auch über sozusagen Ihre Einordnung eben dessen, wo liegen die Potenziale, Hürden, Herausforderungen. Und als zweiten Redner und Diskutanten des Abends haben wir gewinnen können Professor Günther Müller-Tschigan. Er hat eine Stiftungsprofessur seit Oktober 2020 für Wasserinfrastruktur am Institut für Wasser- und Energiewirtschaft der Hochschule Hof. Eigentlich auch nicht gerade bekannt als große Metropole, als weiß ich nicht, ob Hof schon Schwarmstadt ist, werden wir sehen. Sie werden uns aber insbesondere auch Qualifikationsmöglichkeiten vorstellen zu diesem Thema Schwarmstadt. Ja, möchte jetzt an der Stelle nicht viele Worte verlieren. Vielleicht können wir das ein oder andere Biografische und so dann noch einflechten, weil interessant ist ja auch immer, warum beschäftigen sich Menschen mit einem bestimmten Thema über Jahre und Jahrzehnte? Warum haben sie und wie sind sie eben in dem Feld zur Expertise gekommen? Deshalb ein herzliches Willkommen und ich übergebe das Wort zunächst an Sie, Herr Hauber. Ich hoffe, es funktioniert. Mikro? Okay, alles klar. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Dernbach. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und über dieses wichtige Thema sprechen darf. Und dann noch auch in der Diskussion hoffe ich, dass Sie viele Fragen haben und mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass Sie sagen, okay, Sie haben heute was gelernt. Also, was ist eine Schwarmstadt, soll ich hier erzählen. Der Begriff ist ein spannender Begriff, weil der erzählt natürlich, also der sagt ja schon mal was aus. Dieses Thema des Schwamms in der Stadt ist natürlich eine wahnsinnige Vereinfachung grundsätzlich, aber erstmal ist es ein Begriff, der mittlerweile in der Tagesschau auch gezeigt wird und diskutiert wird. Also der ist eigentlich, der hat sich in den letzten 2-3 Jahren so verbreitet, dass fast jeder was damit anfangen kann. Das ist ganz interessant. Das war vor 5 Jahren. Also ich beschäftige mich schon, ich bin seit 1996 in der Firma, hieß früher Atelier Dreiseitel. Wir sind dann in den Ramboll-Konzern eingetreten, Ramboll-Studio Dreiseitel, und seit Juni sind wir eben innerhalb dieses Konzerns in der Henning Larsen GmbH. Und wir beschäftigen uns schon lange, wir waren immer die Pioniere oder die nicht normal arbeiten, die irgendwas Komisches machen, irgendwas Besonderes. Und seit ungefähr 2 bis 3 Jahren ist das, was wir machen, das ist Mainstream. Also der Herr von Hirschhausen redet darüber, in der Tagesschau kommen Berichte und es gibt ganz viele Berichte, die versuchen, das zu erklären. Also ich versuche es jetzt mal aus meiner Erfahrung zu erklären. Ich habe mal bei Wikipedia geschaut, was darin steht. Sponge City, genau, es kommt eigentlich sogar aus dem Englischen eher, oder sagen wir aus dem Deutschen ins Englische und dann wieder zurück. Ist ein Konzept der Stadtplanung, anfallendes Regenwasser in Städten lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es lediglich zu kanalisieren und abzuleiten. Dadurch sollen Überflutungen bei Starkregenereignissen vermieden bzw. verringert, das Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Stadtbäumen gefördert werden. Hört sich schon mal ganz gut an. Vielleicht noch mal zur Einordnung. Also worüber wir eigentlich reden, ist ja ein Wasserhaushalt. Und ich zeige jetzt hier mal so die Entwicklung. Auf der linken Seite hat man so einen natürlichen Wasserhaushalt. Also jedes Gebiet
hat aufgrund der geografischen Gegebenheiten, aufgrund der Geologie, aufgrund des Wetters, aufgrund der Landschaftstypologie, gibt es einen bestimmten Wasserhaushalt. Und der Wasserhaushalt, der zeigt sich am Verhältnis von Verdunstung, Versickerung und Wasser, das abfließt aus diesem Gebiet. Und in der Regel im Durchschnitt ist man dabei etwa 60% Verdunstung, bei ungefähr 30% Versickerung und nur ein kleiner Teil fließt ab. Also das ist so mal jetzt eine ganz grobe Einordnung. Wenn ich natürlich eine Tonlage habe, dann fließt sehr viel mehr ab oder es verdunstet mehr und so weiter. Wir haben unsere Städte umgebaut. Wir haben gesagt, wir mögen möglichst viel ableiten. In der Regel spricht man über 60-70% Ableitung. Also man dreht eigentlich dieses Verhältnis um. Wir wollten ganz viel Sicherheit. Wir wollten nichts zu tun haben mit dem Wasser. Das hat nur Probleme bereitet. Das haben wir nicht mehr gebraucht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben als Gesellschaft eine Entscheidung getroffen. Weg damit. Und jetzt in den letzten Jahren merken wir, dass diese ganzen Ableitungssysteme oder sage jetzt mal Systeme, die vordringlich auf Ableitung basieren, dass die an ihre Grenzen kommen. Warum ist das so? Weil sich das Klima verändert. Also es gibt mehr Regen in kürzerer Zeit, es gibt Starkregen an den Stellen, wo er vorher nie da war. Und plötzlich sind diese ganzen Systeme immer mal wieder an ihre Kapazitätsgrenze oder gehen über die Kapazitätsgrenze. Und dann hat man diese ganzen Katastrophenbilder, die man so kennt, diese ganzen Überflutungen. Wo wir uns jetzt mittlerweile hinbewegen, ist eigentlich, dass wir sagen, okay, was ist denn die Schwammstadt? Und die Schwammstadt ist eigentlich, dass man versucht, diesen natürlichen Wasserhaushalt sozusagen als Zielvorgabe nehmen. Ja? Man baut drüber, man versiegelt und jetzt versuchen wir, diese ganzen Funktionen, die wir eigentlich verloren haben durch das Versiegeln, die versuchen wir zu ersetzen über Maßnahmen aus der sogenannten blau-grünen Infrastruktur. Also da sprechen wir über Gründächer, über sehr viel Grün grundsätzlich, über das Wasser, das stehen bleiben kann in der Mulde, das verdunsten kann, versickern kann und so weiter. Und eigentlich müssen wir sogar jetzt weiterdenken, weil wir müssen eigentlich in Richtung eines neuen urbanen Wasserkreislaufs denken, weil wir haben ja das Problem, dass wir manchmal zu viel Wasser haben, dann haben wir Riesenschäden und mittlerweile ist es aber auch so, dass wir zu wenig Wasser haben im Sommer. In Wiesbaden gibt es zum Beispiel das erste Baugebiet, da gibt es nicht genügend Trinkwasser. Die können das Baugebiet nicht mehr weiterbauen, weil sie einfach nicht genug Trinkwasser haben. Also es sind ganz reale Themen, die uns heute betreffen. Deswegen müssen wir anfangen, in neuen Kreisläufen zu denken. Und so ist unsere Interpretation von der Schwammstadt. Man sieht es da rechts so Bilder, das sind einfach so Maßnahmen aus dem Bereich der blau-grünen Infrastruktur. Also ich sage mal, die zentralen Aspekte für mich sind so der natürliche Wasserhaushalt. Das ist wirklich eine Zielgröße, die wollen wir erreichen. Die Verdunstung, Vorversickerung, Verablus. Also Verdunstung ist immer das Wichtigste, weil die ist am schwersten zu kreieren in unseren Städten. Weil wir mal oft gar keine Zeit, keinen Platz, es gibt keinen Raum. Wasser, das stehen bleibt, ist immer ein Problem. Deswegen, die basieren einfach nach wie vor auf Ableitung. Und dieser Shift ist natürlich relativ schwer. Und aus meiner Sicht gibt es einen ganz wichtigen Fokus oder ein Verhältnis, und zwar geht es um Boden, Wasser und Pflanze. Wenn wir diese ganzen Synergien, die wir benötigen, also Wasser speichern, versickern, reinigen und so weiter, brauchen wir den gesunden Boden. Wir brauchen die gesunde Pflanze, die das Wasser zum Beispiel verdunstet. Weil nur über die Verdunstung können wir überhaupt Städte kühlen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn Wasser verdunstet von Oberflächen, entsteht gar nicht diese Verdunstungskälte. Also wir müssen es über die Pflanze verdunsten, wenn wir Städte kühlen wollen. Deswegen spielt dieses Verhältnis gesunder Boden, viel offener Boden, gesunde Pflanze und verfügbares Wasser spielt eine ganz entscheidende Rolle für unsere Anpassung an den Klimawandel. Also Verfügbarkeit des Wassers in Trockenzeiten, also wir müssen ganz über die Kreisläufe nochmal ganz anders nachdenken, neu nachdenken. Entlastung der Kanalisation, ein Riesenthema aus meiner Sicht. Unsere ganz frühen Projekte 1998, Potsdamer Platz, das urbane Gewässer, 1,2 Hektar in der Mitte von Berlin. Da ging es darum, das ganze Regenwasser aus der Kanalisation rauszuhalten. Weil wenn ich Regenwasser in den Schmutzwasserkanal einleite, habe ich am Ende bei Kläranlagen ein Riesenproblem, weil zu viel Wasser ankommt, die fließen über, die verschmutzen Kanäle, Flüsse und so weiter. Und wenn das Regenwasser, das muss ich ja überhaupt nicht über den Kanal ableiten. Wenn ich das raushalte, dann habe ich viel mehr, kann ich das viel besser steuern, welche Kapazitäten ich in den Kläranlagen brauche.
damit die nicht überlaufen und uns eben nicht diese ganzen Umweltprobleme bescheren. Und das Wasser brauche ich ja eigentlich in meiner Stadt, um zu kühlen, um die Pflanzen am Leben zu halten und so weiter. Also es steckt einfach unglaublich viel Sinn in diesem Thema. Starkregenvorsorge, auch ein wichtiges Thema. Wie gehe ich damit um? Gibt es auch, wir haben für die Stadt Kopenhagen im Prinzip entwickelt, dass wir sagen, lasst uns doch lieber Straßen fluten, Parkflächen. Also Flächen, die nicht unbedingt benötigt werden. Und dann muss es überhaupt nicht in den Kanal. Das kann ja mal eine halbe Stunde die Straße geflutet sein. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe kein Problem irgendwie, dass meine Flüsse verschmutzt werden, weil zu viel Wasser in die Kanalisation fließt und dann die Kläranlagen überlaufen. Also das ist ein totaler Mindshift auch. Über das werden wir nachher auch nochmal reden. Das hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Was akzeptieren wir in unseren Städten? Welche Dynamiken akzeptieren wir? Und was akzeptieren wir auch nicht? Synergien, habe ich gesagt, Erhöhung der Lebensqualität. Ich möchte Geld in die Oberfläche investieren, nicht in Untergrund, größere Rohre, größere Speichervolumen. Das ist vergrabenes Beton, Geld aus meiner Sicht, das macht keinen Sinn. Das zweite ist Mikroklimaverbesserung, brauchen wir. Also das Hitzethema betrifft uns persönlich, uns Menschen, das ist ein Gesundheitsproblem. Und die ganzen Synergien mit der Biodiversität, die sind auch immanent. Mehr Grün, wir haben ein Biodiversitätsproblem. Ganz viel Biodiversität ist in den Städten. Wenn wir die stärker durchgrünen, stärken wir auch diese Biodiversität. Also es gibt viele Synergien. Also, was wir schon lange propagieren, ist eigentlich, dass man das Thema der Schwammstadt wie so eine Art Wasserlayer in die ganzen Planungsabläufe auch integriert. Also dass man eigentlich ein Projekt, eine Versiegelung, eine städtebauliche Entwicklung, dass man das vom Wasser her denkt. Weil Wasser fließt einfach nur bergab, das kann nicht bergauf fließen. Deswegen muss ich eigentlich vorher mir Gedanken machen, welche Topografie baue ich jetzt in diese neue Entwicklung rein, damit ich nicht Wasser pumpen muss, damit ich nicht irgendwann doch in die Kanalisation muss. Und das ist, werden wir auch noch diskutieren, ein Riesenthema. Kurzer Exkurs, wie wir so denken. Also Thema 1, beim Wasser, alles ist miteinander verbunden. Also wenn ich an irgendeiner Stelle irgendwas mache, dann hat es einen Einfluss woanders. Haben wir in der Schule schon gelernt, wenn ich einen Fingerhut voll Öl in die Kanalisation kippe, das kann ich irgendwo in dem Meer nachweisen. Genau dieses Öl. Und diese Verschmutzung und diese Versiegelung und diese stärkere Ableitung, das hat irgendwo Konsequenzen. Und ich glaube, das ist auch, was wir als Menschen mental gerade im Moment sehr stark erleben, dass das, was wir tun, auch richtig harte Konsequenzen hat. Wir können wahnsinnig viel lernen von der Natur. Wenn Sie jetzt da drauf schauen, das sind diese ganzen Prinzipien, die wir eigentlich brauchen, um mit dem Wasser anders umzugehen, die sind da. Also, das Wasser kann versickern, das Wasser kann stehen bleiben. Es kann mal 2-3 Tage stehen, gar kein Problem. Das kann versickern, wird gereinigt, das füllt das Grundwasser auf, es verdunstet über die Pflanze, es ist überhaupt das Lebenselixier für die Pflanze. Die Pflanze wächst, die verdunstet Wasser. Wir haben über Kühlung gesprochen. Es findet Luftreinigung statt über die Pflanzen. Die Pflanze ist gleichzeitig Biomasse, CO2 binden, Lebensraum für Biodiversität. Also alles, was wir brauchen, finden wir über die Pflanze. Und deswegen ist im Moment zum Beispiel der Baum so ein Heilsbringer in unseren Städten. Der kann das alles. Wie sehen jetzt so integrierte Konzepte aus? Also ich muss, wenn ich mit dem Wasser, wenn ich das so integriere, wie wir uns das vorstellen an der Oberfläche und diese ganzen Synergien auch nutzen möchte, dann muss ich sehr frühzeitig drüber nachdenken und muss mir vielleicht auch andere Ziele setzen als bisher. Also wir zum Beispiel für uns, wenn wir sagen zum Thema Ökologie und Klima, wir wollen den natürlichen Wasserkreislauf erhalten, wir wollen das Mikroklima verbessern, dann geht es um die Überflutungssicherheit, Notflutwege schaffen, Flächen multifunktional nutzen, die können auch mal überflutet sein. Und Regenwasser dezentral abwirtschaften bedeutet, dort, wo das Regenwasser den Boden berührt, schon anfangen zu bewirtschaften. Sobald ich anfange abzuleiten, habe ich schon meistens ein Massen- und Volumenproblem. Wasserqualität spielt eine große Rolle. Wir wollen das Regenwasser aus der Kanalisation raushalten und wir wollen auch nur sauberes Wasser versickern zum Beispiel. Deswegen ist das Sickern durch die belebte Bodenzone so wichtig. Und dann, nicht zuletzt, wollen wir unsere Städte auch die Lebensqualität erhöhen.
die Biodiversität stärken und Mikroklima planen und verbessern. Das bedeutet, ich muss an alle meine Planungselemente, an alle meine städtischen Elemente, schraube ich eine Regenwasserfunktion dran. Also das Beispiel hier, das zeigt eigentlich ganz gut, ich denke über den Belag nach, kann der nicht durchlässig sein? Ich denke über das Gebäude nach, kann es nicht begrünt werden und über die Begrünung Regenwasser verdunsten und gleichzeitig kühlen? Ich denke über den See nach, kann der nicht Regenwasser einstauen und zurückhalten? Also deswegen ist es so wichtig, dass ich eigentlich das frühzeitig integriere. Jetzt ein Beispiel, ein Projekt. Sie sehen, es ist eine kleine Siedlung, ich glaube nur so 8-9 Hektar groß, in der Mitte der zentrale See. Sie sehen diese blauen Linien, das ist das oberflächige Netzwerk, das das Wasser verteilt. Und auf der rechten Seite und unten sieht man jetzt diese Retentionsmulden. Also das hier, das ist Regenwasserfunktion. Das kann man einstauen und dieser See, der managt das ganze Wasser von diesem Teilbereich, man sieht da die angrenzenden Gebäude, und hat über den schwankenden Wasserspiegel, kann der eben Regenwasser managen. Und das ist einer der Bausteine, warum es in diesem Gebiet gibt es überhaupt keinen Anschluss an einen Kanal. Also kein Regenwasser geht in irgendeine Art von Kanal in den Untergrund. Das nächste ist natürlich klar, das Dachwasser fließt hier oberflächig. Ich habe durchlässige Beläge, ich habe dann die Rinnen, die das absammeln und ich habe im Randbereich auch diese Mulden, die das Regenwasser zurückhalten. Und wenn es mal zu viel ist, dann fließt es eben über in diesen angrenzenden Bach. Und der zentrale See, der ist gleichzeitig auch Lebensraum für Biodiversität, also das, was wir vorher so auf dieser Wiese da gesehen haben, das versuchen wir jetzt in diese Projekte zu integrieren. Und da geht es auch um Design, da geht es um Gestaltung, da geht es um die Atmosphäre in solchen Projekten, die ich gestalten möchte und um die Lebensqualität. Also das meinte ich vorher damit. Und was passiert bei Starkregen? Bei Starkregen hier waren wir zufällig mal beim Regenwetter. An diesem Gebiet, da sieht man, wie das Regenwasser hier zusammenfließt an dieser Rinne. Und man sieht jetzt hier diesen zentralen Platz, das ist die grüne Mitte. Das ist der Bolzplatz, da kann man unter der Pergola sitzen und entspannen. Und im Extremregenfall ist diese Fläche einfach geflutet. Das ist Retentionsraum. Und man sieht es da rechts unten, hier schießt das Wasser raus. Das sind die Drosselelemente, um das Wasser auch zurückhalten. Und es kann sich dann langsam wieder entleeren und dann auch wieder abfließen. Das muss auch wieder abtrocknen, damit die Wiese wieder bespielbar und nutzbar ist. Aber wir haben eigentlich diese ganzen, und diese Projekte sind alt, also die Projekte sind ungefähr 12, 15 Jahre alt. Es gibt Projekte, wir haben den Scharnhauser Park, ein 140 Hektar Gebiet, schon in den 90er Jahren genau auf diese Art und Weise gebaut. Also das ist nichts Neues. Das ganze Wissen ist alles da. Wir schaffen es nur relativ schwer, das in die Anwendung, in die Umsetzung zu bringen. Über das werden wir nachher noch reden, über die Umsetzung. Deswegen ist der Planungsprozess ist wahnsinnig wichtig. Das Bewusstsein muss bei allen da sein. Das Schwierige am Wasser ist, ich brauche so ein Gesamtkonzept. Ich kann jetzt nicht nur als Architekt baue ich das Haus. Ja, die Entwässerung geht über ein Rohr, alles geregelt. Der Landschaftsarchitekt macht seine Grünfläche, der Verkehrsplaner seine Verkehrsfläche. Und jeder kümmert sich, dass er irgendwie dass die Entwässerung geregelt kriegt. Und das einfachste Mittel ist einfach die Kanalisation. Da kann jeder anschließen, die kann man dimensionieren, da kann man schön rechnen. Aber wenn ich jetzt überlegen muss, halte ich mehr Wasser, zum Beispiel baue ich ein Gründach und halte da ganz viel Wasser zurück. Oder auf der Freifläche mache ich da Mulden, um das Regenwasser mal kurzfristig auch stehen zu lassen. Oder was mache ich mit dem Straßenwasser? Anliegerstraßen können ganz einfach über solche Mulden versickert werden. Bei größeren, stärker frequentierten Straßen brauche ich natürlich entsprechende Reinigungselemente. Aber es gibt nicht diesen Job, nicht diese Profession, die das hydraulische System im Ganzen denkt. Und deswegen passiert ganz viel sektoral. Und da ist, wie gesagt, fällt man dann sehr oft zurück in diese einfache Lösung der Kanalisation. Aber das wollen wir ändern. Und wir haben irgendwann mal angefangen, ein Tool dafür zu entwickeln, nennt sich Green Scenario.
Das ist ein Software-Tool, wo man genau diese ganzen Themen anschaut. Also man sieht hier, wir gucken auf den Wasserhaushalt, wir gucken auf die Grünversorgung, wir gucken auf das Thema Hitze und Mikroklima und wir gucken auf die Kosten. Und man kann mit diesem Tool jetzt ziemlich genau sehen, also oben beim Wasser zum Beispiel, natürliche Wasserbilanz. Da sieht man jetzt, wenn man Bausteine einsetzt, also sag mal, die rechnen das einmal ohne Grünfläche, ohne Dachbegrünung und einmal mit Dachbegrünung. Da sieht man ganz klar die Veränderung hin zur natürlichen Wasserbilanz, sprich zu mehr Verdunstung. Und genau solche Tools brauchen wir, damit wir in unseren Planungsabläufen, die jetzt hier von der ganz großen Strategie, also es gibt ja diese Starkregen-Gefahrenkarten, gibt es für fast alle Gemeinden. Also man geht hier von der Risikobetrachtung über das Handlungskonzept. Wie möchte ich denn mit Regenwasser in der Zukunft umgehen in der Stadt? Wie möchte ich es bewirtschaften? Wie müssen neue Projekte das umsetzen? Diese Handlungskonzepte erarbeiten wir gerade für viele Städte. Wir haben das schon lange für Singapur gemacht, für Kopenhagen, für Reutlingen, für Zürich. Für diese ganzen Städte haben wir solche Handlungskonzepte, Handlungsszenarien entwickelt. Aus diesen Vorgaben entstehen dann integrierte Maßnahmenpläne. Also da wird es schon konkreter, das ist der Masterplan. Da denke ich dann schon konkret über ein Regenwassermanagementsystem nach. Und am Ende geht es in die Umsetzung. Aber das passiert leider in dieser Konsequenz noch relativ selten. Mittlerweile ist einfach der Handlungsdruck sehr groß, weil wir, wie gesagt, wenn die Tagesschau darüber berichtet, dann ist es einfach ein Thema, das im Bewusstsein ist. Und in der Umsetzung ist aber noch relativ schwierig. So, vielen Dank erstmal. Das war mal mein Einstieg. Ja, vielen Dank, Herr Hauber, für diese erste Einführung. Und wir haben zwar keinen Tagesschaubericht, aber wir hatten tatsächlich ein paar Videos gefunden zu diesem Thema. Wir spielen den Ball weiter an Professor Müller-Tschügan von der Hochschule Hof. Danke. Und er wird uns insbesondere vorstellen, ja, wie kommen wir dann dahin zum Weg zur Schwammstadt, also Stadtentwicklung in Zeiten des Klimawandels. Und er wird uns heute insbesondere einen Zertifikatslehrgang vorstellen, in dem solche Kompetenzen, das Wasser so zu managen, zu bewirtschaften, dass das eben funktioniert nach dem Schwammstadtprinzip, heute etwas zeigen, einführen. Genau, kann man mich verstehen? Ja, es geht, wunderbar. Ja, auch guten Abend zusammen. Hallo, mein Name ist Günther Müller-Tschügan. Wie Frau Dermbach schon gesagt hat, bin seit 2 Jahren jetzt an der Hochschule in Hof. Die Frage, die eben war, ist Hof schon eine Schwammstadt? Nein, in der Form noch nicht, aber es gibt sehr viele auch kleinere Projekte, die auch in ähnlicher Form vorgestellt werden, die jetzt auch angegangen werden. Zum Thema weiß ich, dass es gerade eine Konzeptstudie ausgeschrieben wurde, die auch, glaube ich, beauftragt wurde von der Stadt Hof, die Innenstadt klimafreundlicher zu machen im Sinne von mehr Verdunstungsflächen, Wasserrückhalt, was natürlich wesentlich schwerer ist im Bestand, als wie wir hier gerade gesehen haben, wenn ein neues Gebiet stattfindet. Und ich nehme das gerade mal auf, Herr Hauber, wir haben ja im Vorfeld uns den Film ja schon mal kurz angeschaut. Am Schluss wird ja gesagt, dass die Stadt von der Forschung lernen will. Und es wurde gesagt, wir haben ein einzigartiges Projekt. Haben wir aber eben von Herrn Hauber schon gehört, das machen wir aber schon sehr lange. Ja, also was die Forschung gerade macht, das muss man dazu noch mal sagen, die Grundfunktionen sind uns ja schon lange bekannt. Ja, wie Wasser zurückgehalten wird, wie die Funktion ist, die Herr Hauber eben sehr genau vorgestellt hat, Verdunstung, diese ganzen Funktionen der natürlichen Systeme, die sind uns schon lange bekannt. Das Problem ist nur, dass sich die Ereignisse häufen, dass sich die Wassermengen in kurzer Zeit häufen und wir brauchen mehr Daten, um bessere Vorhersagen machen zu können. Deswegen auch die Untersuchung am Gründach. Welche Form von Aufbau hält den meisten Wasser zurück? Wie kann man das genau berechnen in Bezug auf die Kanalplanung? Das sind Themen, womit wir uns in Hof beispielsweise sehr intensiv beschäftigen. Aktuell lasse ich gerade eine Masterarbeit erstellen. Es gibt in Amerika einen innovativen Gründachhersteller, der auch die hydraulische Nachberechnung gemacht hat, die im Sinne die Abwassertechnik mit berührt. Also quasi, wie viel Wasser hält das System zurück, damit ich am Ende als Kanalplaner, wenn ich jetzt an 5 Dächern beispielsweise so ein Gründach installiere, welchen Effekt hätte das auf den Kanal für die Dimensionierung, für den Speicher oder Ähnliches? Aber diese
Unsere Arbeit, Masterarbeit, weist gerade nach, ob denn diese Berechnung nach dem amerikanischen System für das deutsche System funktioniert. Auch ein Thema, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Unsere Regeln, warum wir uns so schwer tun, damit umzugehen. Frau Dermach hat eben gefragt, warum, was das Motiv ist, warum wir uns damit beschäftigen. Möchte ich auch kurz machen. Auch deswegen, weil Herr Hauber ein Stichwort reingebracht hat, die Psychologie. Auch das ist ein Steckenpferd von mir. Sehen wir gleich auch in meinem Vortrag, in dem Lehrgang. Das Thema Psychologie und Technik spielt für mich schon viele Jahre eine große Rolle. Ich komme eher aus der verfahrenstechnischen Planung von Kläranlagen und Kanal, bin also auf der unterirdischen Seite, wenn man so will, auf der Wasserabwasserseite. Beschäftige mich aber schon viel mit systemischen Fragen, Gesamtsysteme. Und so war es kein Wunder, dass ich irgendwann zum Thema Schwammstadt gekommen bin. Auch ein bisschen durch Zufall in Hof, durch ein Projekt, was ich von einem Kollegen übernommen habe. Da geht es weniger um die Schwammstadt als um die Schwammregion. Es ist ein Projekt, das nennt sich Smart Sponge Region Oberfranken. Ja, da stellen wir uns die Frage, wie die gesamte Region Oberfranken sich auf Klimaresilienz, auf die Wetterextreme einstellen muss. Also nicht nur der urbane Raum. Wir sprechen auch teilweise von Schwammkommune, wenn es um kleinere Kommunen geht. Aber die Elemente sind am Ende dieselben. Und ich bin vor vielen Jahren bei meinem vorherigen Arbeitgeber mit dem Thema Sponge City schon in Kontakt gekommen. Wir haben damals Produkte nach China geliefert, die zur Ausrüstung von Kanalstauräumen gedacht waren. Und da der Begriff kam ja auch in 2015, 16 aus China und dort hatte ja die Regierung große Probleme oder viele Städte hatten Überschwemmungsprobleme. Und dann gab es eine Art Pilotprojekt, wo 30 Städte ausgerufen wurden, Systeme zu entwickeln. Und wir sind über unsere Vertriebskontakte damit ins Boot gekommen. Da ging es aber weniger in erster Linie um diese Grünelemente, sondern eher die Frage, wie kriegen wir die Wassermengen aus der Stadt? Und die haben in einigen Städten tatsächlich große Kanalringsysteme in 8 bis 10 Meter Tiefe gebaut mit 3 Meter Durchmesserkanal. Und dafür haben wir Technik geliefert. Das war so mein erster Berührungspunkt damit. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema. Also, wir haben festgestellt, Herr Hauber hat es ja auch erwähnt, viele Lösungen sind da, aber warum tun wir uns so schwer? Und wir haben auch dann, als wir überlegt haben, als dieser Wettbewerb ausgeschrieben wurde, einen Lehrgang zu entwickeln von Wissenstransfer in die Wirtschaft, daher kommt auch die Förderung, hier unten sieht man gefördert durch die bayerische Staatsregierung mit EU-Mitteln. Ja, da haben wir gesagt, das Thema Schwamm ist jetzt aktuell, aber es gibt nicht viel davon. Es gibt vor allen Dingen sehr wenig Lehrgänge oder Angebote, die genau diese Verzahnung von den verschiedenen Fachdisziplinen in irgendeiner Art und Weise darstellen. Die möchte ich heute mal vorstellen. Wir machen natürlich die allgemeine Frage, was ist überhaupt eine Schwammstadt? Herr Hauber hat es ein bisschen erzählt. Wie funktioniert das System? Wo sind die Schnittstellen im Prozess? Also auch zwischen den einzelnen Fachdisziplinen. Wir haben letztendlich Bodenthemen drin, wir haben Wasserthemen drin, wir haben Stadtplanungsthemen drin, wir haben rechtliche Fragen. Das muss ja alles verzahnt werden. Und natürlich, welche Rolle spielt die Digitalisierung? Wir brauchen Daten. Ja, es gibt mittlerweile auch Systeme, die genau vorhersagen, wann muss welcher Baum wie bewässert werden. Immer natürlich die Frage, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Darüber wollen wir uns unterhalten. Wir stellen auch den Stand von Wissenschaft und Technik natürlich vor. Im Prinzip das, was Herr Hauber erzählt hat, widmen wir uns auch intensiv mit den technischen Möglichkeiten. Diese schönen Karten setzen wir auch ein, die er gezeigt hat. Die helfen sehr beim Verständnis der Systeme. Wer ist denn am System beteiligt? Wo ist meine Nische? Die Frage kommt daher, weil der Kurs ausgerichtet ist von der Förderstruktur auf Unternehmen in Bayern, ja, die Interesse haben, in diesen Markt einzusteigen. Wir haben gesagt, der Kurs ist aus einer Perspektive für die Unternehmen ausgerichtet, dass die sich mal mit dem Thema beschäftigen können. Habe ich ein Produkt vielleicht bei mir mit drin, als Planer oder als technischer Lieferant, oder möchte ich mich dorthin entwickeln? Wir haben aber festgestellt, mittlerweile im ersten Durchgang, der jetzt nächste Woche abgeschlossen wird, wir haben gar keine Firma dabei, die so ein Interesse hat. Genau. Wir haben hauptsächlich Planer dabei und ein paar Kommunen. Also wir mussten ein bisschen umbauen. Also die Fragen brauchen wir gar nicht mehr beantworten. Auch die, wie komme ich von der Idee zur Umsetzung schon und welche Lösungen sind notwendig? Und wir helfen bei der Entwicklung und beim Systemverständnis. Wo muss ich hin? Ach, die Kamera, ja, hallo. So, genau. Genau, so. Wir sind bei der ganzen Entwicklung der Geschichte auch aus der systemischen Sicht dran gegangen. Wir wollten natürlich mehrere Ebenen gleich haben, weil wir von Anfang an wussten, es ist nicht nur die Technik, sondern das hat Herr Hauber ja auch erwähnt, das ist auch eine Form von Psychologie.
Wir haben den fachlichen Bezugsrahmen, wo wir ganz klar diese technischen Dinge beantworten wollen. Aber wir haben auch einen persönlichen Bezugsrahmen. Das heißt, wir wollen auch mit den Teilnehmern vorher erörtern oder was wir gemacht haben. Wo steht ihr mit eurem Wissen? Wo wollt ihr hin? Welche Kompetenzen braucht ihr dafür? Auch das ist ganz wichtig, wenn man nicht schon, so wie wir beide, viele Jahre in dem Thema drin sind, wer neu rein möchte. Und der methodische Bezugrahmen. Wir haben also verschiedene Methoden, die wir einsetzen. Ein, zwei stelle ich gleich noch kurz vor, wo es ursprünglich neben der Produktentwicklung vor allen Dingen um die Frage geht, wie komme ich ins Umsetzen? Ja, wie kann ich Hürden überwinden? So gesehen haben wir drei verschiedene Bezugsrahmen. Und kleiner Hinweis noch zu meiner Biografie. Ich habe tatsächlich zu meinem Ingenieurstudium auch noch einen Wirtschaftspsychologie-Master gemacht und entsprechende Ausbildungen weitere, um genau diese Lücke zwischen Methodik, Veränderungspsychologie und Technik, Innovationsentwicklung zusammenzuführen. Und das können wir natürlich da wunderbar einsetzen. Also, verschiedene Methoden wollen wir dort beibringen. Wir haben dann den Fachinput, das hatte ich erzählt. Wir machen Komplexitäts- und Mehrebenenanalysen. Ja, genau das, wie die Dinge verzahnt sind. Wir hatten eben das Bild mit Ihren verschiedenen Ebenen ja gesehen. Wir gehen dann noch ein bisschen systematischer dran. Wir arbeiten auch mit einer speziellen Software dabei aus der Schweiz. Socrates Map heißt die. Um genau diese Dinge auch sichtbar zu machen und auch zu analysieren und zu dokumentieren. Und das Thema Kompetenzen, wenn es gewünscht ist von den Teilnehmern. Wir können auch spezielle Kompetenzanalysen machen, um vor allen Dingen herauszufinden, wenn man den Weg gehen will, was brauche ich noch an Zusatzwissen? Und vor allen Dingen, was aus der Psychologie bekannt ist, ein ganz wichtiges Thema, wenn wir in die Umsetzung gehen wollen. Tatsächlich ist es typenabhängig, ob jemand bei der Umsetzung ein Treiber ist, ein Mitläufer oder ein Bremser. Und wer möchte, kann das bei uns checken lassen. Da gibt es einen Test für vom Kollegen Professor Koch aus Ismaning. Den setzen wir dort ein. Das ist natürlich schon, sage ich mal, will nicht jeder haben, aber manche wollen es haben. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mal was anderes anbieten als die üblichen Dinge. Und wir haben schon festgestellt, das funktioniert. Dann gibt es noch für die Unternehmen, die Produktentwicklung machen wollen, ein spezielles, mit Methode nennt sich Innovation Race. Das ist eine spezielle Form, wie man Innovationen sehr effizient vorantreiben kann. Und am Ende, das ist aus unserer Sicht das Wirksamste, die sogenannte Sowieso-Strategie. Dabei handelt es sich um eine Idee, die habe ich mitentwickelt, als wir vor vielen Jahren mit der Digitalisierung in der Wasserwirtschaft angefangen haben und haben auch dort sehr viele Hürden überwinden müssen. Vorbehalte, insbesondere für, je größer die Systeme wurden, desto mehr haben die Kommunen, vor allen Dingen die Auftraggeber, gesagt, nee, ist mir zu komplex, will ich nicht, mache ich nicht. Typische Veränderungsangst. Und wir haben festgestellt, je näher wir die Lösung an den Arbeitsalltag bringen, also an bestehende Projekte ankoppeln, desto einfacher wurde es mit neuen Dingen. Das heißt, wenn die sowieso mit irgendeiner Technologie oder einem Projekt im Doing waren, also ich sage mal das Beispiel, Sie müssen eine Pumpstation sanieren. Das müssen Sie sowieso machen, weil Sie haben sehr viele Pumpstationen in der Stadt. Und wir haben damals gesagt, wenn wir jetzt eine kleine digitale Verbesserung machen, die es bis dahin noch nicht gab, dann ist die Hürde, das zu tun, wesentlich geringer, als wenn Sie komplett neben Ihrem normalen Alltag eine neue Digitalisierungsidee installieren. Und das habe ich über viele Testprojekte evaluiert, noch damals nicht wissenschaftlich, sondern eher praktisch. Und das wenden wir auch bei der Schwammstadt an, weil wir aus unserer Sicht in vielen Punkten damit genauso punkten können. Also das heißt, wenn wir sowieso irgendwo infrastrukturell unterwegs sind, wollen wir schauen, können wir doch noch Schwammstadtelemente mit einbauen. Mit wie viel Aufwand? Und wir stellen fest, dass die Akzeptanz wesentlich höher ist. Und das schulen wir dafür, einen Blick zu bekommen. Für die Planer, die mit dabei sind, dass wir sagen, guck mal, wir machen mal ein paar Übungen, findet ihr ein paar sowieso Elemente dabei. Also das, wir gehen also von verschiedenen Dingen ran und wir haben eben auch darüber schon gesprochen, dieses Negative immer sehen. Ja, dieses Thema Schwammstadt, Starkregen ist ja sehr aus der Gefahrensicht geprägt. Natürlich auch bedingt durch die Bilder aus dem Ahrtal. Wir haben gesagt, können wir das nicht vielleicht noch ändern, dass wir sagen, wir machen eine neue Dimension, Zukunftsgestaltung. Nutzen wir doch die Gelegenheit, haben wir auch eben drüber gesprochen, nutzen wir doch die Gelegenheit der Transformation oder des Übergangs, um zu gucken, wie können wir es besser machen, ja, wenn wir sowieso unterwegs sind. Und dann die Frage, wir haben das noch weiter aufgeteilt in Mikro- bis Metaebene, zeige ich gleich, was das ist. Das ist die Mehrebenenanalyse. Also die Idee bei dem Sponge Cube, so wie wir den nennen, ist, wir haben eine Maßnahme, die ist eine klassische Gefahrenabwehr, die irgendwo in dem Bereich hier auf der ersten Dimension ist. Und wie kriege ich die möglicherweise von dort im Würfel in dem Raum Richtung Zukunftsgestaltung? Und die Frage, auf welcher Ebene findet das statt? Ebene heißt, kleinste Ebene wäre das Gebäude. Wir gehen über das Stadtviertel bis hin zur Kommune, bis interkommunal und die ganze Region. Das ist mit den Ebenen gemeint.
Und da haben wir ein Beispiel hier, das wir tatsächlich aktuell auch begleiten in der Gemeinde Gebsattel in der Nähe von Würzburg. Die haben, da ist genau die Verzahnung zwischen kleinster Ebene, Grundstück und Kanal. Die Gemeinde ist auf einen Kollegen von mir zugekommen, als der ist dort der Haus- und Hofplaner für die Gemeinde von der siedlungswasserwirtschaftlichen Seite. Und die haben das Problem gehabt, dass der Kanal in einer Straße mit 23 Häusern regelmäßig überläuft. Eine Sanierung wäre sehr teuer. Und die Alternative war die Überlegung, wie können wir das Wasser auf den Grundstücken zurückhalten, damit der Kanal nicht saniert werden muss. Und dafür haben wir an der Hochschule die hydraulische Berechnung gemacht. Und wir haben rausgekriegt und haben das nachgewiesen, wenn jeder auf dem Grundstück 5 Kubikmeter Zisterne baut, können wir tatsächlich einen 100-jährigen Regen, also schon ein sehr großes Regenereignis, zurückhalten auf den Grundstücken, dass der Kanal nicht aufnehmen muss. Und stellt sich tatsächlich raus, eine Sanierung wäre dann nicht erforderlich. So, jetzt ist die Frage, wie die Gemeinde das umsetzt. Nächste Woche ist dort die Gemeindesitzung. Ich vermute mal, die wird anstelle der Investitionen in den Kanal den Bürgern dort in Form einer Förderung oder sogar die Zisterne bezahlen, weil das immer noch billiger ist, als den Kanal zu sanieren. Das ist quasi hier von einfacher Maßnahme wäre der Anschluss an den Kanal. Wir schieben das eben rüber in die Zukunftsgestaltung, weil die Bürger haben auch noch Wasser auf dem Grundstück, was sie benutzen können. Ja, das ist so die Idee. Und diese Form von Denken, von systematischem Vorgehen, die bringen wir in dem Kurs bei. Das ist ein bisschen durch die Schrift jetzt ein bisschen verrutscht. Also wir haben im Prinzip die Fachmodule und die personalisierten Module, das heißt, wo wir auch im Teilnehmerkreis den Kurs flexibel gestalten. Der ist übrigens so ausgelegt, dass er als Masterkurs akzeptiert ist. Der hat 6 Credits, 45 Unterrichtseinheiten plus entsprechende Selbstlerneinheiten. Das heißt, wenn Studierende beispielsweise hier sagen würden, wir nehmen an dem Kurs teil, könnte man den hier an der Hochschule beantragen, ob er anerkannt wird oder nicht, weil formal, vom Umfang und vom Inhalt her hat er Masterniveau. Nur das mal vielleicht als Information haben wir bewusst gemacht. Auch ein sowieso Projekt für uns, weil wir gesagt haben, wenn wir schon einen Lehrgang gestalten, dann bitte so, dass wir ihn später auch nutzen können, wenn das Projekt vorbei ist. Weil ich vermute mal, den werden wir vielleicht ab nächstem Jahr in unserem Masterstudiengang Sustainable Water, also auf Englisch, dann mit ins Programm nehmen. So, und dann haben wir eben vor allen Dingen hier Vorbereitung, Nachbereitung. So ist es auch geplant, dass wir vorher die Leute ansprechen in Bezug auf ihre Transferstärke, auf Kompetenzen und das im Nachhinein nochmal überprüfen. Um vor allen Dingen, der Kurs ist ja so konzipiert, das ist ja ein Entwicklungskurs aus einem Förderprojekt. Wir haben 5 Durchläufe geplant, also 5 Kursdurchgänge. Der erste ist jetzt durch und wir prüfen jedes Mal, was wir verbessern können. Und deswegen müssen wir auch immer mit den Teilnehmern im Dialog sein. Also 4 Durchgänge haben wir noch. Das mal die didaktische Übersicht. Wir haben also fachlich wollen wir 40% anbieten, aber methodisch tatsächlich 30 und persönlich auch 30. Also es geht diese klassische Aufteilung der Kompetenzen, persönliche, methodische, fachliche und soziale Kompetenzen, die ja gerade auch im hochschuldidaktischen Bereich zu erfüllen sind, die haben wir damit adressiert. Und wir haben auch festgestellt, wir haben vorher Schnupperkurse gemacht im Markt und das ist genau uns sehr stark gefeedbackt worden. Jawohl, das ist eigentlich was wir brauchen. Wir brauchen diese Zusammenführung, diese Gesamtübersicht, um genau eben in diese Richtung zu kommen, die Herr Hauber eben gezeigt hat. Und eigentlich sollte Herr Schenk ja heute ein bisschen was über die Fallstricke der Kommune noch erzählen. Da kann ich ein paar Dinge jetzt aus unserem Kurs erzählen. Wir hatten ein paar Planer und Kommunalvertreter ja dabei. Das Hauptproblem ist weniger das Bewusstsein. Da ist es mehr wirklich ein Training. Es gibt schon viele, die möchten gerne auch diese Elemente nutzen. Aber das aktuelle Recht gibt uns eigentlich ein Problem. Die meisten Fachvorschriften sind 15 bis 20 Jahre alt. Und ein kleines Problem nur als Beispiel. Wenn ich eine Baumrigole in die Straße mache und möchte gerne den Straßenoberflächenabfluss direkt draufleiten, kommt das Wasserwirtschaftsamt an und fragt, ist das denn nicht belastetes Abwasser? Du musst das reinigen, zum Beispiel. Ja? So. Man tut sich dann schwer, einfach nur das Wasser dorthin zu leiten. Da muss man vielleicht noch, entweder muss man das Wasser auffangen, das heißt, das, was durch die Rigole sickert, muss dann in den Kanal, aber was passiert dann mit dem Boden? All diese Dinge sind derzeit noch in der Diskussion und da tun sich viele von den, auch bei den Gemeinden und auch in den Landratsämtern schwer, ich sag mal, diese einfachen Ideen einfach so zu genehmigen. Und da fehlt uns noch so ein bisschen der Rückhalt aus der Gesetzgebung, aus der Verordnungssicht. Aber wir wissen alle, wie lange das dauert. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch in Projekten mit daran, um wirklich gute Beispiele zu finden,
die dann auch von der Rechtsseite so beurteilt werden, dass man Empfehlungen geben kann, wo auch die Behörde sagen kann, jawohl, können wir mittragen. Also das gehört alles mit dazu und auch aus diesem Kurs lernen wir sehr viel. Das ist mal ein Beispiel dazu, was wir auch in einem Forschungsprojekt gerade untersuchen, aus diesem Smart Sponge Region, eine Grundschule in der Gemeinde Schauenstein. Das ist, glaube ich, nordwestlich von Hof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da haben wir Folgendes vor, da wird eine Grundschule komplett saniert und auf dem Turnhallendach soll ein Gründach drauf. So, unter anderem auch, haben wir jetzt gesagt, da machen wir auch noch einen Regenwasserspeicher dabei. Unsere Aufgabe ist dieses komplette Wassermanagement. Ist erstmal ganz klassisch, aber wir wollen auch Wasser, Oberflächenwasser mit in den Regenspeicher einleiten, weil der Regenspeicher dient auch für die Bewässerung in Trockenzeiten. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, für welche Trockenzeit will man das auslegen? 2 Wochen, 3 Wochen oder länger? Und dass man es dann entsprechend aufmacht. Und wir wollen zusätzlich das Ganze für die Kiddies, für die Grundschüler visualisieren. Mal gucken, ob uns das gelingt, kindgerecht, dass sie dran lernen können. Das wollen wir natürlich fördern lassen, logischerweise. Also das sind auch so Ideen, die wir auch noch mit umsetzen. Genau, und das ist mal so ein Bild für eine Mehrebenenanalyse. Das heißt, wir fangen ganz unten an, an der Mikroebene, direkt am Gebäude. Und das gehen wir auch dann mit den Teilnehmern durch, dass wir sagen, wir schauen uns ein Objekt an, wir schauen uns die verschiedenen Ebenen an. Wo befindest du dich gerade? Hier am Beispiel der Grundschule in der Mikroebene, auf dem Gebäude, was man alles machen kann. Aber es gibt hier eben die angrenzenden Bereiche mit den Layern. Wir sind natürlich auch im Stadtteil. Wie weit müssen wir raus? Wo hat es Einfluss drauf? Oder was hat von außen aus der nächsten Ebene Einfluss auf dieses Gebäude? All das wollen wir in der Schulung trainieren und dafür einen Blick bekommen. Ja, und das ist nochmal, ist leider nicht so gut gelungen jetzt von den Farben her, diese verschiedenen Ebenen. Das ist ein Bild aus der Gemeinde Grün, Geroldsgrün, die auf uns zugekommen ist. Die haben gesagt, wir haben so viele Themen, die wir im Moment bearbeiten müssen. Jetzt kommt noch Schwammstadt. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Mit denen machen wir quasi erstmal so eine Analyse der verschiedenen Verzahnungen. Die nehmen wir wieder auseinander, um sie dann hinterher wieder ja, vernünftig zusammenzubauen und Prioritäten bilden zu können. Das ist damit gemeint. Vorher die verschiedenen Themen, die verschiedenen Verantwortungen sind so überlagert, dass man nicht genau sieht, wie sind sie denn transparent. Wir nehmen sie auseinander, um sie dann transparent wieder zusammenzubauen. Auch das ist Teil dieser Schulung, wie man das macht. So, das letzte Bild lasse ich jetzt mal weg. Danke, das war ein kleiner Einblick in unseren Kurs. Ich hoffe, ist eine kleine Ergänzung gewesen. Wie weit sind wir denn politisch? Sind die Weichen gestellt? Also wir haben ja alle im Konsens festgestellt, das Thema ist da. Es ist zumindest in den Medien öffentlich wahrnehmbar. Unter dem Begriff kann sich inzwischen jeder fast vorstellen. Die Politiker auch. Also was sind so die politischen Hürden? Sind eben die Weichen in der Politik schon entsprechend gestellt? Also in der Politik, glaube ich, ist das Thema sicherlich angekommen. Ja. Auch in der Kommunalpolitik. Also auch mein Bürgermeister hat gesagt, ja, ich hätte auch keine Schwammstadt-Projekte. Also das ist eben jedenfalls da, ist auch gesellschaftlich einfach ein Riesenthema. Im Moment ist das Klimaanpassungsthema. Es wird überall diskutiert. Also da sehe ich nicht das Problem. Es gibt, Sie haben vorher auch schon gesagt, ja. Es gibt die Normen, die halt hinterher hinken. Das ist ein großes Problem. Weil wir sind so Herzblutmenschen, ja, die versuchen gegen alle Widerstände auch Lösungen zu finden. Vielleicht über die Kunst, vielleicht über ein Pilotprojekt. Irgendwie so. Also da findet man schon Lösungen, aber es ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Und das Zweite ist auch, das zweite Problem sind natürlich dann auch die Verwaltungen, wo dann das Wissen fehlt und was soll ich genehmigen und so weiter. Also gibt es einige Hürden noch über. Das kann ich nur bestätigen. Also auch, wir haben gerade mit dem Projekt, was wir jetzt in Oberfranken gestartet haben, eine sehr starke Resonanz aus der Kommunalpolitik gekriegt, von den Gemeinderäten, die auf uns zugekommen sind. Jetzt hatten wir noch letzte Woche einen, den Bürgermeister von Wirsberg, der gesagt hat, Mensch, das Wasserwirtschaftsamt will uns eine teure Maßnahme aufdrücken mit einer großen Mauer. Wir sollen den Bach, der durch unser Dorf geht, schützen, kanalisieren, damit es nicht überläuft. Er hat gesagt, können wir nicht irgendwo Rigolen, Straßengräben bauen? Und dann war ich mit dem Kollegen vor Ort und wir haben uns das angeschaut, da gibt es viel Potenzial, aber das muss man kommunizieren. Aber immer in Verbindung mit dem Wasserwirtschaftsamt, sonst kriegt man die Umsetzung nicht. Sie haben genehmigt. Ja, ich wollte nur kurz auf Ihre zweite Frage antworten, und zwar, was man in den Innenstädten machen kann. Und wie der Götz Werner sagt, wer was machen will, der hat Lösungen.
Und wer was verhindern will, der hat Gründe. Und also nur zwei Beispiele, das sogenannte die Regen Cloudburst Strategy von Kopenhagen. Da geht es ja, Kopenhagen ist, die sind 2015 und 2017 von großen Starkregen, Überflutungen getroffen worden. Riesenschäden, 800 Millionen Euro in einer halben Stunde. Und die Stadt hat sich aufgemacht. Wir haben mit denen zusammen das Konzept entwickelt, dass wir sagen, okay, in Starkregenzeiten fluten wir die Straßen, die Parks und so weiter in der alten Innenstadt. Und gleichzeitig fangt ihr an, Regenwasser abzukoppeln. Sprich, sobald was Neues gebaut wird, wird da ein Gründach gebaut. Sobald was Neues ein Park gebaut wird, guckt mal, dass man da Regenwasser einleiten kann. Also das ist natürlich eine Generationenaufgabe. Die muss ich aber jetzt starten. Also ich muss sozusagen dieses Netzwerk nachträglich jetzt in die bestehende Stadt einbauen. Und die haben angefangen. Es gibt diesen Wasserlee, es gibt genaue Vorgaben, wie viel Wasser zum Beispiel beim Starkregen durch diese Straße fließen muss. Wenn die umgebaut wird, wird die so umgebaut, dass sie das machen kann. Und das zweite Beispiel, ein ganz konkretes, hier in Nürnberg, die KLV-Versicherung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist das Prisma, das Nürnberger Prisma. Es ist ein Gebäude hier am Rande der Altstadt, das ist schon über 20 Jahre alt. Und dort haben wir, das ist Innenstadt, komplett versiegelt. Und da wird das Regenwasser über, das gibt so ein großes Glashaus, da gibt es also Balkonterrassen, die sind bewachsen. Das Regenwasser wird da gefiltert über diese Terrassenbodenfilter, sage ich jetzt mal, und wird unter dem Gebäude versickert. Und da fließt kein Regenwasser ab. Also es gibt auch hier die Beispiele. Wenn ich die Versickerungsmöglichkeit habe unter dem Gebäude, das will normalerweise kein Architekt und kein Ingenieur, aber wir haben gesagt, hey, das geht, das ist möglich, der Boden kann es aufnehmen. Also ihr habt hier ein super Beispiel in Nürnberg. Ich lerne immer noch dazu. Ich dachte, ich kenne mich hier schon ganz gut aus, aber Pustekuchen werde ich in den nächsten Tagen versuchen, tatsächlich mir mal anzuschauen. Ich habe nur gerade Bilder vor mir, die auch immer wieder dann in den Nürnberger Nachrichten zu sehen sind. Wenn hier Starkregen ist, dann überflutet es die Unterführung und so weiter. Viele Menschen meinen, sie kommen da mit dem Auto doch noch durch und bleiben dann hängen. Also Menschen hyperventilieren eigentlich immer eher, wenn es regnet, wenn es stark regnet. Und wenn ich mir vorstelle, man müsste kommunizieren, und damit sind wir auch so ein bisschen bei der Psychologie. Nein, das lassen wir jetzt mal ganz bewusst voll laufen. Wie geht man mit sowas um? Mit diesen Ängsten auch vor Wasser und vor Überflutung. Wie kommt man dann mit einer Pragmatik tatsächlich durch, zu sagen, doch, das ist eine kluge Entscheidung, dieses Wasser zu sammeln und zu speichern, weil wir brauchen es dann für Trockenzeiten. Also ich glaube, wenn man es so erklärt bekommt, oder macht doch total viel Sinn, so eine Schwammstadt. Also grundsätzlich. Also es ist wahnsinnig sinnvoll. Und also das mit den Ängsten, das kann ich wahnsinnig gut verstehen. Das sind bestimmt Urängste, die da sind. Und also ich bin der Meinung, man muss es erstens erklären, man muss zweitens den normalen Regen, das muss eine gewisse Dynamik in unsere Städte zurück. Also das Wasser darf auch mal stehen, und wenn das Wasser steht, dann ist kein Problem mit der Kanalisation, da ruft man nicht die Feuerwehr oder das auf dem Bauhof an und sagt, hey, da funktioniert was nicht, sondern es muss wieder normal werden. Das Wasser mal kurzzeitig steht, langsam versickert. Und wenn dann die Extremereignisse kommen, dann muss ich halt schauen, dass Bereiche geflutet sind, wo es unschädlich ist. Also Nebenstraßen, keine Hauptstraßen, sondern Nebenstraßen vielleicht. Oder ich baue Retentionsdächer in Zukunft. Da ist es auf dem Dach, da sehe ich es sonst so nicht. Also eine gewisse Dynamik erklären, sich wieder gewöhnen an diese Naturprozesse. Das ist ja auch mit dem Klimawandel. Das ist so ein mentales Problem. Wir gucken ja immer diese extremen Katastrophenbilder an. Aber es ist eine unglaubliche Chance, die ganz andere Stadt, eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zukunft zu kreieren. Also das ist doch, da macht es doch dann auch Spaß. Und da ist es nicht ein Problem, dass ich jetzt die Norm nicht habe. Oder ja, wie gesagt, es gibt ganz viele Gründe, nichts zu tun. Aber ich finde, es gibt viel mehr Gründe, was zu tun. Gelernt habe ich auch Ihre Sowieso-Strategie. Werde ich mir merken, wenn wir sowieso schon hier sind, könnten wir ja eigentlich auch Spaß an der Sache haben und zum Beispiel positiv auch das, in die Zukunft blicken. Aber Herr Müller-Tschüger, nochmal die Frage an Sie auch in Sachen Psychologie und vor allem Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle einfach nicht sehen konnte oder ob es wirklich nicht drin war, auch genau diesen Aspekt der Psychologie auch, wie kann man den sozusagen oder Ängste auch kommunikativ bewältigen? Ist das mit drin? Also mich als
als Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin interessiert natürlich immer das. Also die Fakten sind klar, die Lösungen, die technischen zumindest, sind auch da. Aber eben dieses Überwinden sowohl bei Politikern, aber eben auch bei den Menschen, bei den Bürgern. Wie greifen Sie das auf in Ihrem Kurs? Auf jeden Fall. Ja. Aber Ängste sind ja immer individuell. Das heißt, wenn ich bei dem einen kann ich... Gut ist auch zu wissen, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Da gibt es eine sehr schöne Studie vom Kollegen Professor Dreyen aus Wien, das ist ein Deutscher, der hat eine Studie gemacht zur Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Hochinteressant. Wir sind extrem resilient in dem Sinne, dass wir super reagieren, wenn es passiert ist. Aber Vorbeugung ist eine Katastrophe. So, ja, das hat mit vielen Dingen zu tun. Beispielsweise hat es sehr viel damit zu tun, mit der Erwartungshaltung an die anderen, nach dem Motto, ich würde ja gerne, aber die anderen tun nicht. Ja, Sie kennen ja diese, wenn Sie die individuellen fragen, 75% würden was tun. Und wenn Sie fragen, wie viele der anderen tun was, dann kommen 10% raus. Das ist eine ganz typische Haltung, die nicht diskutiert wird. Das ist ein Thema, was ich auch zeige in den, auch diese Studienergebnisse. Mal zu sagen, aha, guck mal, wir tun ja doch was. Was mir auch sehr gut gefällt, wo ich auch darauf zurückgreife, sind Bilder und Modelle des Zukunftsinstituts von Matthias Hawks, der sehr positiv dran geht, nämlich in Möglichkeiten denkt. Das nehme ich auch mit auf. Ja, dass ich auch diese Psychologie, wie wir denken, wie wir ticken, mit reinnehme, damit man selber mal denkt, wie läuft das eigentlich? Und wenn natürlich jemand eine Erfahrung gemacht hat, eine Extremerfahrung wie in der AHA, ist es sehr schwierig. Ja, da kommt man mit Fakten nicht weit, da kann man auch genauso gut das Gegenteil herbeirufen. Deswegen versuchen wir vorher auch durch Gespräche erstmal rauszufinden, wo ist denn die eigentliche Angst? Hilft die eher mit Informationen oder hilft sie vielleicht sogar damit, dass andere was tun? Oder dass man auch gute Beispiele aus Nachbarschaftshilfe zeigt oder Ähnlichem. Jetzt gerade nochmal, wer ist die Zielgruppe für diesen Zertifikatskurs? Sind das mehr Externe im Moment aus Verwaltung, aus Politik? Ja. Oder ja, das sind eigentlich, wer ist das? Ursprünglich sind es Unternehmen, die in dem Markt tätig sein wollen, inklusive Planer als Servicedienstleister. Wir haben aber gesagt, von den Förderbedingungen her vorgegeben gewesen. Aber wir wussten ja, die eigentliche Zielgruppe sind auch die Kommunen. Und wir haben das dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, jeder Planer darf einen Kunden mitbringen. Und dann ist das auch gewesen. Deswegen haben wir im Moment da so, ich sag mal, ein Drittel Kommunen, zwei Drittel Planer. Aber eben rein auf, also die wollen aber letztendlich nur normale Planungsleistungen machen, aber keine eigenen Produkte entwickeln. Das ist so im Moment die Zielgruppe, okay, die wir haben. Gut. Hiermit eröffne ich das Podium. Sie haben Fragen. Bitte schön. Kleinen Moment, bitte warten. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir würden auch in diesem Falle heute gerne die Diskussion auch mit aufzeichnen. Ja, hallo. Also meine Frage wäre bezüglich der Kanalisation. Also wir haben bei uns ab und zu das Problem, dass wir zu wenig Durchlauf in der Kanalisation haben und es dadurch zu Verstopfungen und so weiter kommt. Und es gab in den letzten 2 Jahren bei uns 2 Situationen, wo wir mit Trinkwasser nachspülen mussten, weil es halt bestialisch gestunken hat in der Ortschaft. Dieses Problem würde ja dann bei einer Schwammstadt auch auftauchen, weil man ja diese Regenwasserabflüsse nicht mehr hat. Man müsste dann also die Kanalisation umbauen? Ja, also das wäre eine Variante, die halte ich für zu teuer. Die zweite ist, die wir gerade erproben mit der Stadt Jena. Wenn wir auf der einen Seite Kaskaden bauen, wo wir Wasser rückhalten können, können wir auch gezielt aufstauen und Spülwellen erzeugen. Also da wieder beide Seiten genau. Also das ist eine Lösung, die wir machen können. Die zweite ist, wo auch ein Trend, auch in Richtung ergänzende Wasserressource, Wasser wieder aufbereiten und das zum Spülen nehmen. Okay, danke. Also Abwasser aufbereiten. Das sind 2 Varianten. Nö, super erklärt. Ja, bitteschön. Also ich hab jetzt mal keine Frage so gut vorbereitet, aber ich bin nur in der Stadt Nürnberg und wir haben natürlich das Thema Schwammstadt. Ich bin im Umweltamt. Und also das große Problem ist tatsächlich, alle Beteiligten zusammenzubringen. Und jeder Beteiligte hat natürlich sein Fachgebiet im Blick. Es geht vor allem vielleicht an Sie auch oder an beide Referenten.
Wie haben Sie es hingekriegt, alle unter einen Hut zu bringen? Ich, also man sagt ja immer, da braucht es einen, der den Hut auf hat. Das werden wahrscheinlich dann Sie als Planer gewesen sein. Und eben diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Also gerade die Stadtentwässerung, wie man es auch ja gerade gehört hat, die sind natürlich ganz stark ihre Bemessung und die Sicherheit, die sie ja auch bieten müssen, dann auch natürlich die Gebührengeschichten, also die Kosten, ganz klar müssen sie ja auch, aber das macht es natürlich auch ganz schwierig, weil ja viele Sachen lassen sich nicht so genau bemessen, gerade im grünen Bereich. Genau. Das, wie kriegt man das tatsächlich hin? Also diese Schwierigkeiten sind einfach da in einer großen Stadtverwaltung vor allem. Nee, das ist ganz klar. Also das ist ein großes Thema. Also das Entscheidende ist immer, man hat ja nie Schwarz- oder Weiß-Lösungen. Also es ist ja nicht so, dass die Kanallösung nur schlecht ist oder nur gut ist oder das und so nicht. Und das Entscheidende ist immer, dass man anfängt, dass man gemeinsam anfängt und dann anfängt zu verhandeln. Weil zum Beispiel der Straßenplaner muss einfach sein Wasser loswerden und er hat bestimmte Anforderungen an die Norm, da gibt es Normen und Vorgaben und genau diese Nachweise, Berechnungsmodule und so weiter, das muss der bringen. Oder zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine Straßenquerung an der Oberfläche machen, das ist auch mein großes Thema. Sagt die meisten Straßenplaner oder Städte sagen, das will ich nicht, ja, das kreiert nur Probleme, Unterhalt und so weiter. Und das ist richtig, dass es ein Problem ist oder auch eine Umstellung. Aber ich gewinne halt so viel mehr, als wenn ich dieses System mache. Also das muss immer so über allem stehen. Und dann muss ich anfangen, mit denen zu verhandeln. Ja, wie könnte man es anders machen? Oder was ist eine gute Lösung? Und was ich vorhin auch schon gesagt habe, es muss einen geben, der so dieses hydraulische Modell im Griff hat. Und die ganzen Softwareentwicklungen, die sind mittlerweile, da passiert so viel, da kommt so gute Software mittlerweile raus. Das meine ich, diese ganzen Nachweise mussten wir ja auch immer bringen. Also wir mussten ja auch Berechnungen anstellen und nachweisen, dass unser System funktioniert. Früher hat man halt noch sehr viel mehr Sicherheitsfaktor draufgeschlagen, was manchmal ein Problem war, weil man dann große Volumen hatte. Aber wir mussten diese ganzen Nachweise auch bringen. Also das geht schon. Ja, und dann, wenn die zweifeln, dann Sicherheitszuschlag. Aber das ganz Entscheidende ist, dass man anfängt, von Anfang an zu verhandeln und gemeinsam zu Lösungen kommt, weil man weiß, das ist eigentlich die bessere Lösung für unsere Umwelt, für unser Klima, für unsere Lebensqualität und so weiter. Also ich finde das immer sehr entscheidend. Und dann gibt es wahnsinnig viel Detailarbeit. Und das ist so. Also das ist wahnsinnig kompliziert. Was wir machen, ist unglaublich kompliziert, weil es alle betrifft, weil jeder sich umstellen muss und die 23 Disziplinen, die halt in so einem Projekt dann beteiligt sind oder 18 oder weiß nicht, die müssen alle ihren Beitrag bringen und für die ist es alle eine Umstellung. Und das ist kompliziert. Und wenn es die nicht gibt, so wie uns jetzt zum Beispiel, der das treibt, der dahinter steht, der unbedingt das möchte. Und übrigens in Nürnberg beim Tiefen Feld haben wir auch mitgeplant. Also da geht es ja genau in diese Richtung eigentlich. Also da, aber das ist auch mit unglaublich viel Aufwand verbunden, weil es gibt eigentlich schon ein Freiraumkonzept, es gibt einen städtebaulichen Plan, wir haben schon erste Konzepte gemacht, dann kam die Stadt nochmal zurück, hey, ihr müsst es noch tiefer machen, weitermachen, berechnen, uns beweisen, dass das geht und so weiter. Es braucht einfach diesen Moderator mit sehr viel Erfahrung. Das ist tatsächlich so. Und ja, das macht es natürlich für alle Beteiligten, wenn es denjenigen nicht gibt, macht es unglaublich schwer in der Umsetzung. Kann ich nur daran anschließen, insbesondere die Frage der Moderation und der Frage herauszufinden, wo die Ängste, wo die Blockaden sind oder auch die Ablehnungen sind. Weil wir müssen ja alle mit ins Boot nehmen. Das heißt, wir müssen wertschätzend sein, wenn wir mal auf die Ebene gehen. Es hilft nichts zu sagen, deine Meinung ist nicht die richtige. Das ist sofort nicht wertschätzend und dann wird auch sofort blockiert. Und dann natürlich zu gucken, wir haben eben neben den Ängsten vor Neuerungen haben wir immer wieder festgestellt, dass diese Dinge dann den Arbeitsalltag überfordern. Also wir müssen tatsächlich auch gucken, dass so gehen wir immer ran, dass wir wirklich uns die Arbeitsstruktur, die Prozesse anschauen, wie die gerade laufen, wo sind die aktuellen Themen, dass wir möglichst da anschließen und das integrativ machen, das ist sowieso Projekt. Und nicht noch
sagen, jawohl, wir machen Schrammstadt und jetzt suchen wir uns ein tolles Leuchtturmprojekt und das ist nochmal eine zusätzliche Belastung, dann können Sie es gleich vergessen. Und dann natürlich die verschiedenen Interessen müssen wir ja auch unter einen Hut bringen, die verschiedenen Ängste unter einen Hut bringen. Also wenn man es richtig macht, muss man erst mal ein Coaching machen. Und interessanterweise bei einem Projekt von Sponge Region kam der Bürgermeister auf Geroldsgrün auf uns zu, weil der einfach genau diese Fülle hatte. Das war jetzt eine Gemeinde, keine Stadt. Der hat gesagt, wir suchen jemanden, der uns coacht. Der hat nicht gesagt, wir brauchen eine technische Lösung, weil die gibt's ja eigentlich. Aber wir müssen erstmal dieses Miteinander klären. Und das ging so weit, dass als ich das Konzept vorgestellt habe, wie wir vorgehen wollen, wir machen das also so, dass wir verschiedene Workshops gestalten, wo wir diese Themen aufgreifen, die ich dann moderiere mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da kam auch von einem Mitglied des Ausschusses die Frage, wollen wir auch über Werte sprechen? Ich sage, wie meinen Sie das denn? Weil für mich war es klar, was man machen kann. Er sagte, ja, was wir meinen ist, wollen wir die Schwammstadt nutzen, um zum Beispiel eine Botschaft zu sagen, wir haben eine nachhaltige Kommune, wir haben eine zukunftsgestaltete Kommune. Das gehört auch mit dazu. Das treibt das natürlich auch nochmal an. Und das muss alles erst geklärt werden, diese menschlichen Themen, diese Ängste und diese Wünsche. Und dann kann man in die Arbeit gehen, in die technische. Das ist so meine Erfahrung. Noch eine Frage bezüglich der Initialkosten für so ein, wenn wir jetzt ein Neubaugebiet ausweisen, wie ist dann der finanzielle Unterschied für so eine Kommune, wenn ich jetzt eine Schwammstadt oder ein Schwammviertel baue oder ein konventionelles Viertel? Spannendes Thema. Also wir behaupten immer, das ist ja wahnsinnig schwer, das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Und wenn ich zum Beispiel überhaupt nichts versickern kann, weil der Untergrund dicht ist, dann habe ich andere Schwierigkeiten, als wenn in München, klar ist hoch versiegelt, aber da versickert alles ganz einfach. Also die haben gar nicht so ein Problem jetzt mit Starkregen zum Beispiel. Also wir behaupten immer, da wir ja keine zusätzliche Infrastruktur bauen, also keine technische Infrastruktur, sondern in der Regel versuchen wir wirklich, dass ein Großteil des Regenwassermanagements auf Elementen stattfindet, die ich so und so mache. Also im Freiraum, in Mulden, in kleine Rinde, im Straßenraum muss ich auch bauen und so weiter. Also wir behaupten mal, Investitionskosten ähnlich oder gleich, langfristig deutlich günstiger, weil eigentlich der Unterhalt über Synergien mit der Landschafts-, mit der Freiflächenpflege zum Beispiel funktioniert. Ob das jetzt 100% genauso zutrifft, ist immer schwer zu sagen, aber ich behaupte, es gibt, also wirtschaftlich gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Weil ich glaube auch, dass viele Kosten für die Kanalsanierung, für den Unterhalt und so weiter, also ich höre die Frage total oft, ich glaube, da wird nicht immer ganz ehrlich damit umgegangen, weil das sehe ich zwar nicht, dass ich, ja, da baue ich den Kanal, der hält dann 120 Jahre, das stimmt aber auch nicht. Ja. Also der muss auch alle 20, 30 Jahre saniert werden. Und das sind auch Kosten, die anfallen, aber das wird dann immer akzeptiert. Das ist wie wenn man zum Beispiel, ja, ich brauche jetzt aber da eine Straße, die muss ich bauen. Also das wird immer akzeptiert. Es sind bestimmte Dinge, Infrastrukturthemen, die werden einfach so akzeptiert. Da wird das Geld dafür ausgegeben, egal wie viel es kostet. Und bei den Themen, das ist einfach ein softes Thema, ein weiches Thema. Da wird es dann manchmal schwierig, dass das Geld dann wirklich dann auch zur Verfügung gestellt wird. Kann ich nur bestätigen, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal das System größer macht. Nicht nur die reinen Infrastruktur- oder Baukosten für das Gebäude oder für das Stadtviertel, sondern wenn ich in die Zukunft gucke, Richtung Mikroklima, wenn wir jetzt sagen, wir machen ein konventionelles Gebäude, haben vielleicht 3, 4, 5 Grad mehr, können Sie sich mal überlegen, was den Sommermonaten an Kühlenergie brauchen. Ja, das, nur die Frage ist, das kennen wir ja, wer zahlt die Kosten hinter? Ja, die bleiben ja meist nicht beim Investor, sondern die gehen in den Betrieb, bei den Leuten. Das Gleiche gilt auch für die Wasserversorgung. Ja, wenn ich hinter für teures Geld Wasser anschaffen muss, weil ich vor Ort nichts habe, ja, dann ist es sicherlich sinnvoller, auch über Speichergrößen nachzudenken, wenn das Gelände dahergibt. Gut, dann brauche ich vielleicht ein bisschen Technik für nochmal Pumpen oder so, aber das ist ja dann vergleichsweise wenig. Also die Frage ist, welcher Kostenansatz nimmt man? Wenn man konventionell rechnet, kann man sich das schlecht rechnen. Aber ich glaube auch, wenn man alle Kosten reinnimmt, ist es auf jeden Fall günstiger sogar. Da bin ich also auch von überzeugt. Das sind auch so unsere ersten Analysen, die das zeigen. Und ich finde auch ein spannendes Thema ist, wir bauen jetzt die 4. Reinigungsstufe in unsere Kläranlagen ein, also eine Aktivkohlefilterung für wahnsinnig viel Geld. Aber wenn ich die Überläufe nicht reduziere, eigentlich wäre es viel sinnvoller, das Geld in sozusagen zu investieren, dass gar kein Regenwasser reinkommt. Dann habe ich die Überläufe gar nicht. Dann
die paar Mikro Schadstoffe, die ich über die Aktivkohlefilterung noch rausbekomme, die werden über diese Überläufe so und so wieder reingeschwemmt. Also ich finde, da muss man aber überlegen, wo ist denn das Geld sinnvoll investiert. Also nichts dagegen. Die Aktivkohlefilterung, die hilft natürlich schon, nochmal deutlich das Abwasser zu verbessern. Ja. Aber eigentlich wäre es wahrscheinlich effizienter, in ganz anders zu investieren, und zwar, dass gar kein Regenwasser in die Kanalisation kommt. Genau. Also das kann ich auch nur bestätigen. Sind das Trends? Also im Sinne von, man meint halt jetzt, also wir kriegen ja auch eine neue sozusagen EU-Verordnung oder ist schon da, neues Gesetz und so weiter. Also sind das Trends, die dann einfach gesetzt werden, nicht groß hinterfragt werden und dann werden die Kläranlagen entsprechend aufgerüstet, anstatt mal das ganze Ding auf den Kopf zu stellen und nochmal zu schauen, ob man nicht schon in Vorstufen was machen kann? Und ja, wer triggert sozusagen diese Trends? Sind das Unternehmen, die eben dann Geld verdienen, indem sie die Kläranlagen aufrüsten? Oder wer steckt so dahinter? Keine Ahnung, das hat bestimmt auch ganz viel mit Psychologie zu tun, mit Lobbyarbeit, ja, weil da kann ich so ein teures Ding bauen, tue Gutes für die Umwelt, kann irgendwann das Band durchschneiden, komme ich in die Zeitung als Bürgermeister, was Tolles gemacht und so. Und das andere ist, wie gesagt, mühsam. Ob ich jetzt da mal ein paar Kubikmeter abzweige und da nochmal ein paar Kubikmeter Regenwasser, ist nicht so sexy. Ja, bei der vierten Reinigungsstufe, das ist eigentlich eher ein Thema, was viele Jahre eher gebremst wurde. Ich bin ja genau aus dem Sektor. Wenn beispielsweise der Ruhrverband, der größte Abwasserverband Deutschlands, der sitzt ja in Essen, der betreut alle Abwasseranlagen entlang der Ruhr und seine Nebenflüsse in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet. Der ist eher konservativ unterwegs. Der hat gesagt, solange ich keine gesetzliche Vorgabe habe und meine Mitgliedskommunen sagen, warum soll ich das Geld ausgeben, mache ich nichts. Ja, da ist das Thema Umweltschutz eher an die Gesetze geknüpft. Der Emscher Verband, der sitzt am selben Standort nebenan. Der betreut alle im Bereich Lippe-Emscher. Das ist ein anderer Flussbereich in Nordrhein-Westfalen. Die sind sehr progressiv unterwegs. Die probieren aus. Die haben auch schon für Krankenhäuser gesagt, die sagen, lass uns doch an den Krankenhäusern kleine Kläranlagen bauen, bevor das Wasser in großen Mengen verdünnt auf die Kläranlage kommt, weil das Teure ist die Menge, nicht die Konzentration. Und von daher, absolut richtig, was Herr Haubert sagt, je mehr wir von dem Mischwasserkanal reduzieren können, desto günstiger werden auch die vierten Stufen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil wir glauben, wir müssen in Zukunft die Abwasserseite als Wasserwiederverwendung sehen. Beispielsweise Bayern hat einen Rückgang in den Grundwasserpegeln in den letzten 3 oder 5 Jahren um fast 20%. Ich weiß von den Harzwasserwerken, dass die Zahl, die hatten, normalerweise sind die Talsperren der Harzwasserwerke im Harz um diese Zeit bei 75-80%, derzeit bei 37. Also, wenn der Trend so weitergeht, wir brauchen die Abwasser, das aufbereitete Abwasser als Quelle. Und dann müssen wir sowieso in die Richtung gehen mit vierter Reinigungsstufe. Und je geschickter wir das machen, und wir haben gerade einen Forschungsantrag in Hof mit Unternehmen eingereicht, wo es vor allen Dingen darum geht, wie kann man die vierte Reinigungsstufe intelligent so bauen, dass sie, ich sag mal, verschiedene Qualitäten hinten raus hat. Weil unsere bisherige Technologie geht immer vom maximalen Reinigungsgrad aus. Egal, ob ich es zum Spülen nutze, das Wasser, ob ich es zum Bewässern nutze oder sonst wofür. Und wir arbeiten jetzt an Technologien und an Steuerungselementen plus Nutzung von Energie, von Energieeffizienz, dass wir, ich sag mal, Produkt-Output-mäßig arbeiten können. Nach dem Motto, der braucht jetzt davon 10 Kubikmeter und der von davon 30. Und wir stellen das in der Steuerung ein, um auch so Energie zu sparen. Und wirklich, warum sollen wir Stoffe rausholen, wenn wir sie letztendlich wieder in den Kanal schütten? Ja, solche Sachen. Also das ist der Trend. Aber weil wir gerade bei der stofflichen Seite angekommen sind, gibt es eigentlich erste Ansätze in diesem Schwammstadtkonzept, das Wasser auch dezidiert an Ort und Stelle wieder für andere Zwecke zu verwenden als Grauwasser? Und welche Erfahrungen gibt es da bereits damit, dass man letztendlich nicht immer gucken muss, die entsprechenden Qualitäten, zum Beispiel für Versickerung, Sie hatten das Thema angesprochen, ich kann ja durchaus Wasser versickern. Grundsätzlich ist der Grundwasserspeicher ja mal per se eigentlich als potenzielle Trinkwasserquelle eingestuft. Welche Qualitäten müssen Sie denn dafür erreichen, um das hinzubekommen? Denn das ist ja schon ein extremer Aufwand, der sich auch schwer, sage ich mal, finanziell rechnet. Also je höher die Qualität, desto größer wird der Aufwand natürlich. Ja, aber die, wie der Herr Müller-Cigan das vorgestellt hat, die Not ist groß oder die wird größer. Und
Also wenn wir über Wasserkreisläufe nachdenken, dann ist Regenwasser ein bisschen ein instabiler Freund, weil die sitzt manchmal da, manchmal nicht da. Also das ist das große Problem. Müsste ich riesen Speicher bauen, um über jetzt 3, 4, 5 Wochen Trockenzeit drüber zu kommen. Also deswegen denken ganz viele jetzt darüber nach. Genau, Grauwasser, Sie haben das Stichwort genannt. Ich habe gerade letztens mit dem Hersteller für eine Bewässerungs-, also der stellt so Bewässerungssysteme her. Der hat jetzt sozusagen ein Fertigprodukt entwickelt. Der stellt seine Kiste dahin, da wird das Grauwasser abgesammelt. Grauwasser ist ohne Fäkalien. Also Wasser, das zum Beispiel aus dem Handwaschbecken und so weiter kommt, also ohne Fäkalien, nicht das Schwarzwasser. Stellt die Kiste dahin, so eine Aufbereitung dahinter, da schließe ich das an und das Wasser wird dann für die Bewässerung verwendet. Genau um das, Energie zu sparen, das aufzubereiten, dann fließt es in die Kanalisation ab, geht durch die Kläranlage, muss dann mit viel Aufwand wieder aufbereitet werden. Und wenn ich den Kreislauf schließe, und Grauwasser habe ich nämlich immer, sobald Menschen irgendwo leben, gibt es Grauwasser. Das ist eine ganz stabile Quelle eigentlich. Und es macht mindestens die Hälfte von unserem Trinkwasser aus. Das können wir so recyceln. Verdunstung erhöhen, Pflanzen wachsen lassen und so weiter. Also, und das Versickern habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also Versickern macht natürlich schon viel Sinn, da wo es geht. Und die belebte Bodenzone nochmal, also diese sogenannten Ecosystem Services, die Natur für uns erbringt. Wenn man sowas zum Beispiel auch noch reinrechnet in seine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dann, das ist unglaublich kompliziert, das haben wahnsinnig viele versucht, da gibt es unglaublich viele Modelle und das ist immer weich, ja, weil man nicht so genau weiß, was muss man jetzt ansetzen, wie viel Wert hat denn das, wenn Wasser gereinigt wird durch die belebte Bodenzone, bevor es dann ins Grundwasser geht. Und diese Reinigungsleistung, die hat eigentlich einen gesellschaftlichen Wert, weil das Grundwasser dadurch sauberer bleibt. Und wenn man solche Kosten, also wenn man solche Kostenmodelle nochmal aufstellt, dann landen wir ganz woanders. Dann werden plötzlich Dinge möglich, die vorher so nicht denkbar waren. Und mit dem Grauwasser kommt es jetzt. Also wir haben kein Wasser teilweise zur Verfügung. Deswegen Kreisläufe schließen, einfache Lösungen finden und schon ist sowas möglich. So, mit Blick auf die Uhr, Stichwort Zeit nochmal. Meine letzte Frage an Sie beide mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort. In welchen Zeithorizonten denken und arbeiten Sie? Ja, wir hatten gerade heute so einen Workshop, da hat man überlegt, ob man nicht in 800 Jahren Zyklen denken muss. Weil ein Regenwald, der braucht ungefähr 800 bis 1000 Jahre, bis er sein Klimaxstadium erreicht hat. Da habe ich gedacht, nee, das ist zu lang. Also müssen wir es ein bisschen runterkürzen. Und sind gelandet bei? Bitte? Und sind gelandet bei? Nee, also ich habe keine Ahnung. Also bei Kopenhagen redet man über eine Generation, um so eine Stadt umzubauen. Also das kann man sich vielleicht vorstellen. Die Straße wird einmal alle 30 bis 50 Jahre, reißt man eine Straße auf und erneuert die und dann kann man das System integrieren. Also so in solchen 1 bis 2 Generationen müssen wir aber jetzt anfangen. Das würde ich auch als Größenordnung sehen, zumal auch die Veränderung des Mindsets auch ungefähr eine Generation dauert, wenn man es über Bildung macht. Der schnellste Hebel wäre Geld. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn wir die Schäden noch stärker monetarisieren würden, würden wir einen Schub kriegen. Da gibt es sehr gute Untersuchungen zu, dass der Faktor Geld ein starker Beschleuniger ist, sei es auf der Schadenseite, sei es auf der Gewinnseite. Ja, wenn die Stadt, sagen wir mal, alle, die beteiligt sind, in irgendeiner Form Gewinn dadurch hätten, wenn wir so handeln würden, zum Beispiel, dass der Wasserpreis höher geht und dadurch Wasser einsparen, was auch immer, würden wir das beschleunigen. Ob das dann immer politisch gewollt ist, das ist aber so die Effekte, die man kennt. Aber tatsächlich, eine Dekade ist oder eine Generation ist, also denke ich, Minimum, ja, bis wir es haben. Ich nehme mal an, das werden wir drei dann vielleicht nicht mehr erleben. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass insbesondere Sie beide als Experten... Doch, vielleicht habe ich Glück noch. Ja, ich will Sie auch nicht älter machen, als Sie sind, ich weiß es nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, jeder Tropfen zählt. Jetzt kommen noch so ein paar Phrasen und Slogans, die aber durchaus auch, glaube ich, so ihren Hintergrund haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie beide heute Abend da waren und uns Ihre Expertise haben zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank.